Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Jetzt kommen wir zu Seven Cities of Gold. Was soll ich sagen? So ein bisschen Wirtschaftssimulation, bisschen Pirates, bisschen irgendwas. Und da bin ich ganz ehrlich, ich habe da die wenigste Erinnerung dran. Das wird so lustig für euch. Aber es ist ein Klassiker. Da steht gleich Off Gold. Ich spoil das jetzt mal einfach. Also die sieben Städte des Goldes. So. Genau. Also auch von den Machern, die Mew gemacht haben. So, dann lad mal rein und dann will er gleich dementsprechend die Weltkarte, sag ich mal. Gott sei Dank ist das ja schon eine präparierte Version aus dem Internet. Zwinker. Und können gleich das übernehmen, was schon da ist. So, da ist er. Ich leg mal eben tatsächlich Diskette 2 rein. Ja, es waren die guten alten Zeiten. Es waren die guten alten Zeiten. Wobei, ich bin ganz ehrlich, das wirst du gleich auch sehen. Also ich habe an dem Titel habe ich die wenigsten Erinnerungen. Also Pirates kannst du mich noch, glaube ich, weiß ich nicht, mitten aus dem Schlaf holen. Hier. So, ich hoffe, der Hyretogumlord kennt das noch einigermaßen. Wenn wir die Observer-Version machen, spielt er sich dann selber? Weißt du das? Und dann muss ich Novice machen, sonst sehe ich gar nichts. So, komm, wir machen das mal. Komm, für einen guten Gag. So, der Hof hat dir eine Audienz gewährt. Bin ich mal gespannt. Dann kann ich ja jetzt mal einfach nur sinnlos labern und gucken, was die tolle KI macht. So. Ein neuer Tag. Tatsächlich, der spielt das. Mal gucken. Also, was macht er denn als erstes? Er braucht kein neues Outfit, er geht direkt zum Schiff oder was? Das ist ja mal eine coole Idee. Da kann ich ja mal voll die Klappe halten. Also, nicht wirklich, ihr wisst das schon, aber... So, die alte Welt verlässt er jetzt. So, westlich zu den Kanarischen Inseln. So, genau. Genau. Dann machen wir die Expedition ins Ungewisse. Geschwindigkeit funktioniert, die Tiefe ist auch da. So. Wunderbar. Er kommt an die Küste. Okay. Das bringt mir jetzt nicht, wo er was ist. Oh, wir haben eine neue Welt entdeckt. Okay, das ist ja schön. Oder er hat eine neue Welt entdeckt. Oder die KI halt er sie es, was auch immer. So, mal gucken. Treffen wir gleich auf Feinde? Ich bin mal gespannt, wie lange der am Leben bleibt. Hast du mal geguckt, ob es das bei GOG gibt? Bei Good Old Games? Haha, er rumpelt voll auf. Er hat schon 3 Mann verloren. Und kloppt sich jetzt mit der Wand. Und geht. Was ist das denn? Warum greifst du denn ein Dorf an, um wieder abzuhauen? Bist du dumm oder was? Jetzt geht er wieder zurück. Und wir sind wieder in Spanien. Ah, siehst du, der Hyretogumlord weiß das immer alles.
Oder ist das einfach nur der Gag, so nach dem Motto, einmal zu zeigen, was du machen kannst? Söhne zu Hause. Gucken, fährt er jetzt wieder los? Ey, wenn er jetzt wieder auf die neue Welt und dann wieder abhaust. Jetzt ist er schon Vizegouverneur. Na sicher. Klar. Sicher. Wie haben sie es geschafft? Ja, ich habe die neue Welt entdeckt. Und was haben sie dann getan? Ja, dann bin ich wieder gegangen. Ja, Titel. Super. Sie sind mein Expediteur, sozusagen. Natürlich. Dem Expediteur ist nichts zu schwören. Oder so. Hat er 100 Mann. 100 Mann und eine Bottle voll rum. Und ein Schiff ist gerade gesunken. Das ist grundsätzlich nicht so gut, denke ich. Kann man das erkennen, wo der ist? Ist das Florida? Obwohl, nee, das muss ja noch irgendwie, müssen ja die Insel noch irgendwie sein. Sagt mir jetzt nichts, das Game, aber das, wenn ich, müsste ich mal kurz gucken, ob ich irgendwie Bilder davon wiedererkenne. Wir finden im Allgemeinen ziemlich alles. Sir, Ihre Männer haben Panik! Da würde ich auch bei einem Anführer, der einfach sinnlos durch die Gegend rennt. Und jetzt geht er wieder. Lass mich raten, jetzt geht er wieder nach Spanien? Also ich muss schon zugeben. Und vor allem jetzt hat er wieder 100 Mann. Und er ist wieder zu Hause. Also. Alter. Komm, ich lasse das für einen guten Gag mal laufen. Vielleicht mache ich dann dementsprechend mal ein bisschen ausführlicher die C64-Version. Da fühle ich mich ein bisschen heimischer als hier. Und ich weiß auch nicht, ob das so interessant ist, wenn er da so berichtet. Wenn er, was weiß ich, irgendwie, ich vermute mal, das war jetzt irgendwie ein Maya- oder Inka-Dorf oder sowas, wenn er das da irgendwie stürmt. Und was weiß ich, und dabei sein iPhone 15 macht und dabei irgendwie lustigerweise in die Kamera spricht. Hallo, wir sind hier gerade beim fröhlichen Angriff. Huh, wink mal. Ja, hallo, ich bin der neue Welt-Influencer. Huh, bub, bub. Hier, denkt man an Like und an eine Donation. Lululululu. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig cool gewirkt hätte. Ich weiß es nicht. Also vielleicht schon, aber... Ist er schon Gouverneur General? Ey, wollen die mich verscheißern hier? Der macht nichts anderes, der geht dahin, geht zur, wie sie es hier mal so schön sagen, neuen Welt, latscht in ein Dorf, macht irgendwelche armen, ich nenne es mal einfach Eingeborenen, Viceroy? Sag mal, kann man ihn mal bitte hier mal... Der bescheißt doch. Was hat er denn jetzt? Jetzt hat er die ganze Welt entdeckt. Wie hat er das denn jetzt gemacht? 100% Land, 100% Flüsse, 100% Ureinwohner, 100% Minen. Der war dreimal drüben. Ihr verarscht uns doch. Ihr verarscht uns doch. Da kommt doch gleich irgendwie einer und sagt, hahaha, haha. Okay, er hat nicht nur Nordamerika komplett entdeckt, sondern auch Südamerika komplett entdeckt. Vielleicht hat er auch noch der alten Welt
weiß ich nicht, das Telefon erfunden. Oder den Fluxkompensator. Oder den Fusionsreaktor. Ja, sicher. Du willst mich doch verkackeiern. Also, ich will ja nicht rumnörgeln. Ihr wisst ja, das tue ich ja selten. Aber ich muss sagen, ich lasse das jetzt. Ich lasse das als mahnend. Also, falls ihr jetzt dieses Video seht, ich sage das einfach mal, ich oute mich jetzt einfach mal vor den ganzen Leuten vom Chat live. Ja, ich mache mich jetzt gerade zum Horst vor meiner Familie, vor meinen Kollegen, vor der ganzen Welt. Ich werde dieses Game auf dem C64 in richtig spielen. Und nicht wie irgendjemand, der dreimal mit dem Schiff von links nach rechts fährt und dann irgendwie mit der kompletten Weltkarte auftaucht. Das ist Betrug. So. Das war Seven Cities of Gold. Aber trotzdem habt ihr schon mal ein bisschen gesehen, worum es geht. Aber die Demo ist grenzwertig. Meine Güte.